Übergriffe auf Polizisten wie diesen im vergangenen Jahr in Bremerhaven verfolgt die Staatsanwaltschaft jetzt schärfer. Zum einen wollen wir ein Zeichen setzen in Richtung der Polizeibeamten und der Rettungssanitäter, dass wir als Staatsanwaltschaft ihre Arbeit schätzen und ihnen den strafrechtlichen Schutz auch zugutekommen lassen, den der Gesetzgeber ihnen hat angedeihen lassen. Zum anderen will die Staatsanwaltschaft durch ihre Kursänderung Null Toleranz für die Täter signalisieren. Das erklärte heute ihr Leiter. Wo wir vielleicht früher mal nach Opportunität, also nach Geringfügigkeit eingestellt haben oder wo wir gesagt haben, mit einer kleinen Geldauflage ist es getan, dass wir in diesem Bereich sagen, nein, hier wird erst einmal ein Strafbefehl oder eine Anklage geschrieben. Und das drückt sich bereits in Zahlen aus. Bei Übergriffen auf Polizisten und Retter wurden im vergangenen Jahr 426 Anklagen erhoben. 2016 waren es nur 380.